Hi, Stigi hier mit der Charaktereinführung zu Neverwinter auf Gorgel.com, dieses Mal mit dem taktischen Magier. Als Rasse finde ich den Elfen ganz passend, aber man kann natürlich auch jede andere Rasse nehmen. Besonders in der heißen Jahreszeit, die jetzt kommt, ist der taktische Magier sicherlich eine gute Wahl, denn der attackiert mit Eis. Für diesen Satz möchte ich mich dann auch direkt offiziell entschuldigen. Es tut mir wirklich sehr leid. So, ihr seht schon, wir haben es hier mit einem Distanzkämpfer zu tun. Mana gibt es nicht, nur die Cooldown-Zeit, die wir aber natürlich auch bei den anderen nicht-magischen Attacken der anderen Klassen haben. Die große Herausforderung, die man in anderen RPGs mit Magier öfters hat, nämlich sich seine Zauberenergie einzuteilen, fällt hier somit weg, was das Spielen mit dieser Klasse erheblich erleichtert. Der zweite Angriff, den wir kriegen, ist der Kältestrahl hier, der zwar etwas weniger Schaden verursacht, aber die Gegner dafür geringfügig verlangsamt. Unsere passive Fähigkeit besteht darin, dass wir uns so wegteleportieren können, um den Angriffen auszuweichen. Das klappt etwas besser als beim Zweihänder, wo wir ja nur wegsprinten. Allerdings wird es bei den Fernkampfattacken auch hier etwas kritisch. Naja, vielleicht ist mein Timing auch einfach nur scheiße. Wenn man sich die Ausdauer aber gut einteilt, dann haben langsamere Gegner praktisch keine Chance, einen zu treffen. So richtig gut aufräumen kann man mit der Attacke hier. Wo ihr damit zuschlagt, da wächst kein Gras mehr. Im weiteren Verlauf kriegt ihr Attacken, mit denen ihr Gegner lähmen, binden und natürlich erfrieren lassen könnt, auch mehrere auf einmal. Mit Hilfe der Talente könnt ihr dabei entscheiden, ob ihr eher einen Haut-drauf-Magier züchten wollt, der schnell großen Schaden bei vielen auf einmal macht, oder ob ihr eher einzelne Gegner erst schwächen wollt, euch selbst stärker macht und dann mit einem gezielten und perfekt getimten Angriff alle Lichter löscht. Auch in der Verteidigung könnt ihr euch ausbauen, nicht nur mit einer verbesserten Teleportation, sondern auch indem ihr Gegner Schaden zufügt oder lähmt, wenn sie euch treffen. Alles in allem und unabhängig von den unterschiedlichen Spezialisierungen, die man aufgrund ihrer Komplexität und Vielseitigkeit gar nicht so in einen Satz zusammenfassen kann, ist der taktische Magier eine Charakterklasse, die außerhalb des Getümmels steht und von da aus die Gegner entweder lähmt, schwächt oder ihnen Schaden zufügt. In einer Gruppe dürfte diese Klasse als Unterstützung sicherlich immer gerne gesehen sein, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass man lieber alleine spielt, dürfte es auf Dauer doch ein wenig nervig sein, immer so zurückweichen zu müssen. So viel zum taktischen Magier in Neverwinter, bis zum nächsten Video auf Gorgel.com.